Jesus. Paolo Schuppe, Paolo Schuppe, lass mich raten. Oh nee, wo, Panzer. Wow. Aua. Hey, Paolo tot. Also ich glaube spätestens beim Rathalos gebe ich auf. Auch wenn nicht beim Rathalos. Dann wieder beim Diablos. So wie das letzte Mal. Es gibt es diese zwei. Das ist eine mit der härtesten Runkiller überhaupt. Wunderschön. Hübsches, hübsches Bild, der da liegt. Sieht so aus, als würde ich den grillen oder irgendwie. Nice. Ich meine, wir könnten noch den Radoban versuchen. Der kommt ja als nächstes. Boah. Endlich. Solltest du nicht etwas vorbereiten mit der Aufbricht? Ich bin doch vorbereitet. Hallo? Okay, der wilde Experte hat schon mal keine Hoffnung in mir. Okay, cool. Wie viel Hoffnung hat die wilde Expertin? Null. Soll schon passieren? Soll mich der Radoban totrollen oder was? Obwohl, das wäre eigentlich geil. Das wäre eigentlich richtig gut. Ich nehme ich meine Ruhe. Oh Mann, ey. Das ist traurig. Ich reise gerade zurück, nur mal zu gucken, ob ich die Waffen jetzt mal verbessern kann, schon mal. Dass ich einen größeren Tree habe oder so. Damit ich weiß, was ich für den Turbo. Turbo. Ja, für den Turbo. Farm. Ach, mein Gott, warum versuche ich es überhaupt manchmal noch? Belastend. Für den Tobi farmen muss. So. Mein Gott, ey. Kann ich? Ey, nice, ich sehe. Was haben wir denn hier unten? Hier unten haben wir Legianer. Okay. Ich brauche einen unbekannten Knochen. Hier unten brauche ich Paolo Pelt. Was kannst du denn? Wasserfrost, okay. Normal, perforieren, Schrot, Detonation, Gift, Erholung, Dämmung und Schlaf. Okay. Name Jura, Jura, Jura. Sieht nach Gyros aus. Das ist Rathalos. Legiana. Ist Odo noch gar nicht da? Ah, doch, hier unten. Eine Odo-Platte brauchen wir sogar. Okay. Dann brauchen wir ein Barhot-Dings. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Die Barhot-Waffe. Waffen sehen aber auch interessant aus. 10% Affinität. Damn. Okay.
Okay. Da wissen wir schon mal, Rüstung können wir noch nicht weiter verbessern. Gutes Zeichen. Das heißt, wir können einfach weitermachen. Das Problem ist, ich überlege noch, was das Problem ist. Moment. Ich könnte die Detonation auch nochmal mitnehmen. Ne? Das gegen Radovan klingt das bestimmt auch gut. Was ist eine Streuung? Erwischt keine Freunde. Ah ja. Streuung. Das geht ja nach Heavy Bogan. So, beide mal wieder ein bisschen voll. Naja, ich weiß, dass normal nicht gut ist. Bla bla bla. Ist egal. Was hast du für eine Quest? Was soll ich für Monster fangen jetzt so? Ein Paolo, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob danach noch eine Quest kam, eine Fun-Quest kam. Bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Für dann Kieren halt, ne? Mit Geld bezahlen, Angriff hoch ist immer ganz gut. Wer braucht schon Verteidigung? Verteidigung ist eh ein nutzloser Stat in diesem Spiel. Also von daher brauchen wir das sowieso nicht. Dann gehen wir zurück zur Forschungsbasis und machen weiter. Aber ich glaube, das ist auch die letzte Mission, die wir machen heute. Ich habe da nämlich noch ein bisschen vor. Dinge vor. Ich muss zum Beispiel noch das Video fertig schneiden. Was ich gestern angefangen habe, müsste ich noch fertig schneiden. Und dann erstmal ein bisschen chillen, dann weiter schneiden und dann weiter chillen. Ja, ja, nein, ich bin vorbereitet. Ich weiß nicht, was du hast. Adios. Die Nutzung der Umgebung. Ja. Was ich so gut wie fast gar nicht mache, was schlecht ist eigentlich. Yeah. Oh. Der Ladebildschirm ist wieder da, der geht mir auf die Eier. Warum ist der bei PS4 so lang? Das ist ja schlimm. Mann. Yay, yay, yay. Warum lädst du so lang? Was braucht man so lang? Der Radobahn ist ein bisschen fett. Ja, okay, danke. Wunderhübsch.
salieron del campamento. Espera. Nein, die Chefköchin hat eine Idee. Genau, zünd unser zukünftiges Lager an. Das ist schon mal eine gute Idee. Deshalb nehmen wir PC. Ja. Das Problem ist halt, bei PC habe ich Eisbohnen und damit habe ich die Klauenkralle. Was leider so ein bisschen alles schwieriger macht. Also schwieriger in Anführungsstrichen. Das würde es halt einfach viel zu vereinfachen alles. Und dann zu sagen so, ja, benutze es nicht einfach, benutze es nicht, benutze es halt einfach nicht. Ist schwierig, gerade wenn man es noch nebenbei spielt. Ja, es wird einfach. Ich habe es ja schon korrigiert. Ist ein großes Gyros. Mein Lieblingsgebiet. Ich finde es immer noch, by the way, sehr schön, dass man das erst den Lebensrettermantel erst später kriegt. Finde ich sehr schön. Nach dem Odo. Ist überhaupt nicht zu spät oder so. Ja, wo ist er denn jetzt? Ach, scheiße Ding. Ah, da ist er. Gut. Da haben wir das erledigt. Ich müsste ihn zwar eigentlich noch machen, aber egal. So, dann gehen wir mal zum Radobahn. Ich finde, Tal der Verwesung ist immer noch eins der unspekulationsreichen Gebieten in diesem Spiel. Upa. Wo können wir eigentlich keine Expedition durchführen, solange er da noch da ist? Das macht keinen Sinn eigentlich. Wo ging gerade der eine Schuss hin, ey? Okay, ich bin ehrlich, ich habe mir das ein bisschen satisfyingender vorgestellt. Ich weiß nicht, was Blinde meinte mit Explosion ist ziemlich geil auf. Ziemlich geil gegen den.
Ja, bitte. Aua. Mag ich eigentlich nicht das hier mal. Ach, Radebahn, du bist auch nervig, weißt du das? Ist jetzt gelähmt. Das Ding ist, ich mache zwar kleine Damage-Zahlen, aber ich denke schon, dass es eine sehr starke Wirkung hat. Aber, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Lightbogern. Also es kann auch sein, dass ich gerade die ganze Zeit Scheiße laber und es ist eigentlich komplett useless, was ich hier mache. Und Leute, die Lightbogern main sind, denken sich gerade so, bruh, what the fuck are you doing? Luft weg. Ich habe auf jeden Fall mit dem Rücken schon kaputt. Interessant. Und das Ganze ist, glaube ich, auch schon kaputt. Aber noch sein Kopf kaputt. Nice. Oh boy. Ne, Detonation behalte ich mal noch. Du liegst da ein bisschen scheiße. Wir wollen Knochenmasse. Ja, geht er weiter. Da geht er weiter. Der Heiler. Ich würde mal sagen, sieht gut aus, I guess. Wait, kommt danach nicht der Legianer? Ah, fuck. Bäh. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe mit Legianer so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Mit so ein paar schlechten Erfahrungen meine ich ein paar viele. Warum steht der eigentlich gleich wieder auf? What the fuck, Alter? Was ist mit dir?
Hast du sehr schön gemacht. Jag dich erstmal selbst in die Luft. Das hat noch getroffen. Wow, okay. Ja, stehe halt am Arsch der Welt. Ist okay. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, er ist fast tot. Ah, ja, er rumpelt, okay. Das war knapp. Bam. Ast rein daneben geschossen. Glück, Glück. Nice. Warum lief das wieder so gut? Das gefällt mir nicht. Das läuft alles hier so wunderbar. Also wir beenden es mit einem High. Danach kann man ruhig mit einem Down anfangen das nächste Mal. Perfekt. Why, Game? Warum? Also wenn ich es wirklich mit dieser Kombination durchspiele, dann ist es nicht mehr feierlich. Misstrauisch unser Charakter schaut, ey. Soy de la primera flota. Tenéis suerte de estar vivas. Oh, espera. Debió ser ella quien nos salvó. Menos mal. Gracias, gracias. Me alegra veros de una pieza. Genau, Schlag gegen das Metall. Tut bestimmt nicht weh. Ja, wir haben heiße Luft eingesperrt. Was hältst du von unserer heißen Luft? Wow, finde ich schön. Bisschen warm. Oh, schön. Eigentlich, die Katzen haben wir noch gar nicht so oft gesehen, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ein bisschen Rademann-Zeug. Nice. Scheiße. Wir haben Progress gemacht. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt Legiana, Odo, Ratale. Oh Gott, wir haben das noch vier Monster. Nee. Nee. Wir sind fast mit Low Rank durch. Nö. Oh.
Das nächste Monster ist Legiana und dann kommt Odo. Nö. Und dann kommt Rathalos und Diabolos wieder. Boah. Why? Aber das machen wir dann das nächste Mal. Das ist das Problem für Zukunftslogo. Damit habe ich nichts am Hut. Das ist ein Problem für mein Zukunfts-Ich. Damit habe ich nichts zu tun. Okay. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, dass ihr mit dabei wart.